Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei The Last Guardian. Ich habe einen kleinen Trick gefunden, den ich halt gar nicht bemerkt habe. Und jetzt kann ich nämlich hier einfach die Kette ziehen und dann kommt. Ah. Das habe ich gar nicht vorher bemerkt. Das finde ich ja toll. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. So. Aber jetzt sind wir beide drin, ne? Komm mit, Rico. Und darüber springen. Ich sehe nichts, hier ist alles dunkel. Oh, er hat leuchtende Augen, das ist ja cool. Das ist praktisch, wenn man leuchtende Augen hat. Da oben geht's auch mal weiter. Leuchtende Augen. Das ist praktisch. Und da oben geht's weiter. Kommst du da oben hoch? Da oben müssen wir hin, Trikot, da oben hin. Da oben hin. Siehst du das Trikot? Da oben müssen wir hin. Genau da oben. Jawohl. Gut gemacht. Du bist ein guter, ganz guter Schurko. So. Wollen wir mal gucken. Ist ja irgendwo ein Mechanismus, den man betätigen kann. Ich schau mal, okay. Hier scheint nichts zu sein. Wow. Hier ist kein Mechanismus. Aber wir kommen der Sache deutlich näher. Muss gucken, ob ich hier wo einen Mechanismus finde. Na komm.
Vielleicht, vielleicht hier irgendwo oben. Kannst du das Ding runterklappen? Ich weiß nicht, wo der Schalter dafür ist. Du kannst es, Trico. Wenn du nur willst. Ja, ist ja gut. Hast du gut gemacht. So. Dann wollen wir mal. Was zum... Waren das andere Trikots? Tatsächlich. Es gibt also mehrere Trikots. Okay. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich darüber komme. Da ist nämlich ein Auge, da hat er nämlich Angst vor. Da ist irgendwo, wo ich hinkomme. Glaube ich zumindest. Da kann ich entlang klettern. Ah. Moment. Und tschüss. Ich mache einen Sturzflug. Es gibt also mehrere Trikots. Na komm. Warum hat er sich nicht festgehalten? Ich glaube, ich muss da entlang, oder? Und alle. Das machst du so gut, Trico. Ich bin so stolz auf dich. Das überlass mir, Trico. Das da überlässt du bitte mir, okay? Ich mach das schon. Ich muss nur wissen, wie ich das mache. Tatsächlich. Boah, das hat funktioniert. Alter Falter. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt mich daran festhalten könnte. Ich habe gedacht, ich würde jetzt recht unterstützen. Okay, wollen wir mal Trico helfen. Ah, ich kann hier hochklettern, super. Ich mach da schon, Trico, keine Sorge. Du kannst gleich hier hochspringen. So. Guck mal, wie er mit dem Mund herumwackelt. Das ist irgendwie total süß. Warte mal, ich muss jetzt von da nach da hängen, um von da nach da zu kommen. Okay. Ich kann Trico da nicht hängen lassen. Das geht nicht.
Okay. Ich lasse Trico nicht hängen, keine Sorge. Ui. Boah, alter Falter. Alter, 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 meine Güte. Das möchte ich nur einfach nur rechtzeitig schaffen. Ich bin froh, ich das Seil gerade gehalten habe. Ich hatte echt gerade Angst abzustürzen. Und hab. Und hab. Warum sind auch über diese komischen Augen überall? Ich verstehe das auch nicht so ganz. Trico hat Angst davor, aber trotzdem sind sie da. Als wollte irgendjemand, dass er dort, da wo wir jetzt gewesen sind, am Anfang des Spiels, dass da jemand, dass er halt dort eingesperrt werden sollte. Das finde ich blöd. Das sollte nicht sein. Trico ist ein toller Kerl. Und er tut keine Menschen was zu leide. Dass die Leute dafür echt Angst haben, das verstehe ich nicht. Was macht der? Ich kann nichts sehen. Du kannst gleich springen, Trico. Einen Moment. Und jetzt weg damit. Wow. Er will direkt gleich da springen. Er hat mich nicht aufgehalten. Der hat mich nicht aufgefangen. Trico, was bist du denn für einer? Ich muss da irgendwo entlang jetzt. Ich helfe dir schon, Trico. Keine Sorge. Wow. Ach, hier hätte ich runtergemusst. Okay. Komm mit, Trico. Oh, ich habe mir wehgetan. Und du bist ganz schön nah am Abgrund, Trico. Das gefällt mir nicht. Uff. Das ist eine Eidechse. Interessant. Yeti!
Warte, 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 warte. Ich muss mich festhalten. So ist richtig, Draco. Das machst du ganz arg, das machst du ganz, ganz toll. Das hier, das Draco ist wie eine Mischung aus Hund und Katze. Neugierig und kann gut springen. Das machst du sehr gut. Alles ist in bester Ordnung. Oh. Schade, dass ich nicht einfach befehlen kann. Bitte mach Platz, Draco. Ich sage, Draco, mach so einen Platz. Ich mach das. Also, oder sowas in der Art. Dass Draco sich nicht... Er sollte auch nicht die Augen mit Absicht anschauen. Wenn es nicht gut für ihn ist. Soll ich es auch nicht anschauen. Ah, jetzt bin ich an der Stelle. Ui. Guck mal, Draco, ich mach das schon weg. Noch hin, Draco. Draco, fang mich bitte. Du hast mich nicht gefangen. Ich dachte, du kannst das. Draco. Lass mich das nochmal von neu machen. Draco, Mann, mein Herz, das macht es nicht mit. Du bist so lieb und so süß. Ich mach das jetzt. Gott. Wie kann ein Tier nur so süß sein? Ich verstehe das nicht. Draco! Draco hat wenigstens einen sehr klugen Einfall. Fang mich, fang mich, fang mich, fang mich, fang mich! Oh, er hat mich. Oh, Draco, du hast mich. Dankeschön. Wow. Alter Falter. Warum hat er mich denn jetzt fallen gelassen? Boah, Draco. Warum hast du mich jetzt fallen gelassen? Wow. Willst du, dass ich wieder unterfalle? Also, alle habt. Oh.
Machst du sehr gut. Du bist ein sehr tapferer. Ich kann mal unterm Hals klettern. Na komm. Und jetzt, wo das Hindernis weg ist, kannst du noch einen Sprung machen. Das machst du sehr gut. Trico, Trico, Trico. Halt dich doch einfach fest, Junge. Schaffst du das? Das schaffst du schon. Bisschen Mut zusprechen. Okay. Wohin jetzt? Kommst du da hoch, Trico? Ah. Ich mache mir immer so viel Sorgen um ihn. Das ist unglaublich. Ich habe noch nie so viel Sorgen um so ein Tier gemacht. Das ist auch so ein süßes Fabelwesen. Trico! Um Himmels Willen, Trico! Mann, Trico. Och Mann, warum wurde er von seiner eigenen Rasse wurde er verstoßen? So kommt mir das gerade vor. Ich möchte nicht, dass Trico verstoßen wird. Das müsste doch diesen anderen Fabelwesen zeigen. Menschen und Tricos kommen miteinander aus. Und so weiß, hänge ich hier. Wo ist Trico? Trico, ich bin hier oben. Ich hoffe, er ist nicht traurig, dass sein eigenes Volk ihn verstößt. Komm erstmal wieder zu Kräften, bevor du mich hier runter erholst. Trico! Das ist so süß. Wow. Na komm.
Oh, ich hab's geschafft. Super. Ich hab's geschafft. Ich bin da, Trico. Keine Sorge. Oh, du bist so ein Toller, ey. Das hast du sehr gut gemacht. Jetzt lass mich kurz hochklettern. Uff. Warte, da oben können wir lang. Uff. Jetzt noch mal runter. Oh, alle hab. Warte mal, waren wir nicht schon mal hier? Oh. Ah, riecht was zu essen. Warte mal, ist das wo? Ah ja, ich weiß, wo wir sind. Hier sind wir schon mal gewesen. Leg dich hin. Otorikono, Ometi Satan, Otaranok. Atakiam, Akisasnatu, Idiroti, Akiana Galatu. Ist gut, Trico. Ich streichle dich erstmal ein bisschen, okay? Und währenddessen ich streichle, würde ich sagen, bleibt mir gewogen. Und bis morgen. Ciao.